jede moderne Gesellschaft braucht Wissenschaft. Menschen, die in etwas entrückter Situation über Dinge reflektieren, die man im operativen Alltag nicht denkt und auf die man noch gar nicht kommt. Die Ingenieure wissen sehr genau, ob eine Brücke nun wirklich trägt, kann man in einem Artikel beschreiben. Aber ob das nun wirklich tatsächlich passt, also ob sozial robustes Wissen, wie wir das formulieren, auch entsteht, wird erst klar, wenn ich auch über die Brücke gehe und ob sie noch hält. Und so ist das auch mit den sozialwissenschaftlichen Theorien. Die kann man in so einem Artikel breit und schön und toll formulieren. Aber ob die tatsächlich genannten Hypothesen dann wirklich auch eintreffen, das wird man dann erst sehen, wenn man diese Theorien auch anwendet. Das heißt also, wir fordern, dass Wissenschaft wieder rausgeht aus dem Elfenbeinturm, dort, wo Wissenschaft gebraucht wird, in die Praxis und dort mit ihrem Wissen auch wirklich hausieren geht und dort guckt, ob das, was man so fabuliert hat, auch tatsächlich wahr ist. Also wir sitzen jetzt hier in dem ersten autonomen Shuttle, der in Berlin hier in Euref, auf dem Euref Campus fährt. Er ist insofern eine Weltsensation, weil er hier natürlich Dinge tun kann, die auf öffentlichem Grund nicht möglich sind, denn der Euref Campus ist ja privat und hier können wir alles üben, wie der Shuttle sich bewegt, wie er fährt, wie er die Menschen mitnimmt, wie er Haltestellen ansteuert, aber eben auch on demand fährt. Das heißt also, man muss ihn einfach nur rufen, dann kommt er und sammelt dann alle Menschen ein. Und das ist natürlich in der Form so einzigartig. Wir als Sozialwissenschaften sagen, es muss eine neue Form der Mobilität geben und wir haben quasi den Ort gefunden, wir haben die Akteure zusammengebracht und proben das jetzt und achten natürlich darauf, wollen die Menschen denn da überhaupt mitfahren? Das heißt also, das ist für die Sozialwissenschaften eine eher untypische Situation. Aber wenn die Wissenschaft da nicht aktiv rangehen würde, also über das Beobachten hinaus tatsächlich auch stimulieren und auch intervenieren, würde nichts passieren. Das heißt also, hier können selbst Sozialwissenschaften tatsächlich sachliche Dinge zusammenbringen, die vorher nicht zusammengehört haben und können dann wirklich neue Dienstleistungen auch versuchen, mit Menschen zu erproben, um dann wirklich am Ende etwas zu haben, was dann auch alle gerne fahren wollen und auch was allen auch etwas nutzt.